denn? Hier! Da liegt eine Tote im Wald! Was? Ja, ein junges Mädchen, die hat jemand umgebracht. Wo? Da drüben, in der Lichtung. Gegebt mir doch ihr Fahrrad. Mein Fahrrad? Ja, Mensch, das Kind, da muss doch die Polizei her. Der Mörder kann doch nicht weit sein. Die ist doch noch warm. Ich fahr zur Molkerei rüber, die haben Telefon. Oder wollen Sie fahren? Nein, nein, nein. Ja, also, dann gebt mir das Rad. Gehen wir die Kisten runter. Moment, wie heißen Sie und wo wohnen Sie? Beck, von im Perkow, Tannhäuserstraße. Die Tierhandlung, wissen Sie? Ja, also ich an Ihrer Stelle würde nicht herbleiben. Gehen Sie lieber nach Haus. Wer weiß, wo der Kerl steckt. Ich bring Ihnen das Rad dann zurück, gell? Ja, ja, ist gut. Ja. Ja, ich warte hier. Ja, ist gut. 10 Minuten ist die Polizei da. Gerade gefunden. Nicht herumgehen jetzt, da sind vielleicht noch Spuren. Ja, ja, ich bleib schon stehen. Sagen Sie mal, wollen wir nicht den Wald absuchen? Das ist doch nicht lang her. Nein, hier wird nichts verändert, bevor die Kripo da war. Isa von Odeon 2011, bitte kommen. Ihr habt eine Absperrung draußen. Ja, ist gut, wir kommen sofort. Ein Mädchenmord. In unserem Wald? Ja, da, wo wir damals die 4 Steinpilze gefunden haben, Meister. Ach, bei der Schonung. Ja, es musste gerade erst passiert sein. Die war noch nicht lange tot. Ja, hast du sie dir denn angesehen? Ja. Dafür konntest du das tun? Ach Gott, noch was hat mich eben interessiert. Bei einem Mord? Ja, ich weiß. Der Mörder hat doch noch in der Nähe sein können. Vielleicht war er sogar in der Nähe. Hat dich gesehen, der hätte ich doch auch noch umgebracht. Mich? Wohl kaum. Die Polizei dann gekommen? Ich habe nicht so lange gewartet. Ich dachte, ich gehe lieber gleich. Guten Tag, Frau Lehr. Grüß Gott, Herr Beck. Ist meine Aquariumpumpe fertig? Ja, ich hole sie sofort. Ich nehme auch dann gleich noch ein bisschen Fischfutter mit. Ja. Na, was ist? Hier. Danke. Hier ist es. Warten Sie, ich pack's Ihnen ein. Danke. Wissen Sie, was mein Mann mir gerade erzählt hat? Er hat Pflanzen geholt aus der Gärtnerei mit dem Fahrrad. Unser Wagen ist nämlich in der Werkstatt. Und fährt durch den Wald. Da kommt plötzlich ein Waldarbeiter an. Der hat eine Tote gefunden. Was? Ja. Ein junges Mädchen, ermordet. Und die Sache muss gerade passiert sein. Das ist entsetzlich. Was macht das zusammen, bitte? 6,50. 10 Mark 50. Wiederstand, Frau Löhr. Bist du denn? Musst du das gleich überall rum erzählen? Ja, soll ich es nicht erzählen? Warum denn nicht? Ja, schon. Entschuldige, die Sache hat dich schrecklich mitgenommen, ja? Ja, das hat sie.
Wen rufst du an? Manfred. Ich muss es ihm doch erzählen. Manfred hat schon um 8 Uhr angerufen. Ich sag ihm, du seist zur Gärtnerei. Hallo Manfred, hier ist Hans. Moment mal bitte. Kannst du sofort kommen? Hier ist nämlich was passiert. Eine fürchterliche Geschichte. Ich muss sie dir erzählen. Im Wald ist ein Mädchen umgebracht worden und ich war fast dabei. Wann kannst du hier sein? Englischer Pass. John Harrison, geboren 17.08.59. Sag mal, wie kommt die hierher? Vielleicht eine Austauschschülerin. Hier steht bei Familie Krohn, Münchner Straße 103. Das kann ich lesen, was ist? Höllriegelskreuz. Das ist ja gar nicht weit von hier. Zu Fuß höchstens eine Stunde. Es könnte natürlich auch sein, dass sie jemand im Auto mitgenommen hat. Die Briefe sind aus England. Absender Harrison, Liverpool. Ah, ein Schürl kommen. Der Schürl liegt da. So brav. Noch geil, brave Bier. Hallo, kommen Sie mal bitte. Ja, was ist denn da passiert? Nein, junges Mädchen, wir sind von der Mordkommission. Was hier? Wann denn? Ich bin doch eben da vorbeigeritten. Wann waren das genau? Na, vor 2 Stunden ungefähr. Hier können Sie meine Spuren noch sehen. Mein Gott, so ein junges Tier. Von wo kamen Sie denn? Die Reitschule liegt da drüben, 2 Kilometer von hier. Ist niemand begegnet? Ja, ja, ein Waldarbeiter. Ein Waldarbeiter habe ich gesehen beim Holzvermessen, aber den kenne ich ja schon so lange. Ja. Nein, sonst habe ich niemanden gesehen. Fahrzeug vielleicht? Ja, ein Auto von der Molkerei. Wo haben Sie den Wagen gesehen? Ganz hinten auf dem Weg. Und in welche Richtung fuhr er? Runter, zur Molkerei. Wissen Sie, wann das ungefähr war? Vor 2 Stunden oder anderthalb. Ist zu ungenau. Ja, ja, das Mädchen haben Sie nicht gesehen. Nein, nein, Moment, warten Sie. Ich meine, ich habe noch ein Auto gehört. Auto? Sie haben es nur gehört? Ja, ich hörte es starten und wegfahren. Aber wo es war, wo es hingefahren ist, keine Ahnung. Auf dem Weg da oben oder da unten, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. War es ein LKW, ein PKW, ein Traktor? Nein, nein, es war ein Personenkraftwagen. Ja, ja. Aber ob der Wagen im Wald war oder nicht, also bitte nageln Sie mich da nicht fest. Die Luft trägt manchmal sehr weit und gleich hinterm Wald ist eine Straße. Kann ich Ihnen noch irgendwie dienlich? Nein, nein, nein. Kommen Sie, halten Sie nur. Wir kommen vorbei. Ja? Das sieht so aus, als wittert das Pferd die Leiche. Ja, ja. Sagen Sie, wie kommen wir zu dem Reitstall? Immer den Weg lang. Sie können es nicht verfehlen. Sie stoßen direkt drauf. Danke. Vielen Dank. Ja, komm, komm. Ich schaue mir noch genauer an, bevor ein Reitstall. Hast du seine Reithosen gesehen? Die Knie. Die waren makellos sauber. Also, ob das viel bringt? Ich fahre jetzt. Na, wo ist der Waldarbeiter? Unten am Weg. Wo kommst du mal her? Radl ist da. Ja, hier am Weg. Also ungefähr hier. Er kam von da. Er hatte so einen Korb oder Kisten mit Blumen auf dem Gepäcksträger gehabt. Er gab mir sein Fahrrad und ich bin sofort zur Molkerei gefahren und habe die Polizei angerufen. Kennen Sie den Mann? Nein, aber er hat mir seinen Namen gegeben wegen des Fahrrades. Mhm. Beck. Er hat die Tierhandlung in Berghof, Dannhäuserweg. Ja, und er kam von da, ne? Ja. Er schob das Rad. Ja, ja, er hat das Rad geschoben. Ja. Wissen schon, wegen der Kisten, deshalb, glaube ich, ist er nicht gefahren. Was macht er denn für einen Eindruck? Ja, ja, er war natürlich aufgeregt. Ich habe gerufen, da oben liegt eine Tote. Ja, ja, natürlich. Und dann gab er Ihnen sofort das Rad.
Ja, sofort. Haben Sie ihm gesagt, dass er hier auf Sie warten soll? Nein, aber ich glaube, er ist nach Haus gegangen. Was? Mit den Blumen, mit dem Pflanzenkorb da? Ja, sonst müsste ja die Kisten noch hier sein. Er ist auch noch da. Wir haben noch was gefunden. Danke. Bitte. Hier, ein Fahrrad. Ein Damenfahrrad. Das Vorderrad liegt da im Gebüsch. Und Schraubschlüssel und Flickzeug. Sollte repariert werden, was? Mhm. Liegt noch nicht lange da. Nein, bestimmt nicht. Und hier ist noch etwas. So schöne Reifenspuren haben wir schon lange nicht gehabt. Was ist los? Wo brennt's denn? Lass mich einsteigen, ja? Ich muss mit dir sprechen, allein. Fahr irgendwo hin, los. Nix irgendwo hin. Ich muss sofort nach Riem. Dringende Arbeit zu einer Schachtermaschine von der Werbeagentur bringen. Wir müssen das um 4 Uhr in Frankfurt auf dem Tisch haben. Aber du meinst, der Waldarbeiter hat dich verdächtigt? Der wollte nur mein Fahrrad haben. Vor dem habe ich auch gar keine Angst, aber vor der Polizei. Die vernehmen mich doch und dann kriegen sie raus, dass ich wegen der Sache damals 2 Jahre im Gefängnis war. Warum sollen sie das rauskriegen? Kommst du drauf? Ist doch schon ziemlich lange her. Wie lange ist das her? 8 Jahre. Ha! 8 Jahre. Dann meinst du, die schmeißen sowas weg bei der Polizei? Da stehe ich drin, für immer und ewig. Was soll ich tun? Manfred, sag mir doch, was ich tun soll, Mensch. Sag mal, diese Geschichte damals. Weiß deine Frau davon? Woher soll sie das wissen? Das hast du ihr gar nicht gesagt. Bin ich wahnsinnig? Kein Wort. Deswegen habe ich doch so eine Angst. Deswegen frage ich dich, was ich tun soll. Du, soll ich hingehen und ihnen alles sagen? Ich meine, bevor sie selbst drauf kommen. Darüber denke ich nach. Die ganze Zeit denke ich nur darüber nach. Weißt du, ich würde damit zeigen, dass ich ganz offen bin, ganz ehrlich. Ich würde sagen, meine Frau weiß nichts davon. Da müssen sie doch Rücksicht drauf nehmen, oder? Das kann man doch verlangen. Weißt du, wenn Lore was davon erfährt, dann haut die mir ab, sofort. Aber du hast doch damals niemand umgebracht. Aber beinahe. Die hat damals ausgesagt, beinahe. Ach, die hat doch gelogen. Natürlich hat sie gelogen. Was der Richter auch geglaubt hat, sonst hättest du mehr gekriegt. Hör zu. Wenn die das rauskriegen, dann bin ich ein Tatverdächtiger. Könntest du nicht für mich hingehen? Wohin? Ja, zur Polizei natürlich. Erzähl ihnen alles. Erklär, wie es war. Warum machst du das nicht selber? Du kannst das viel besser sagen. Wenn ich rede, dann stotter ich so rum, dass sie mir gleich Handschellen anlegen, weißt du? Ich will doch nur, dass Lore nichts erfährt. Also, sag's ihnen, ne? Sag ihnen, dass ich völlig fertig bin. Na ja, ist gut. Aber sag mal, du warst das doch nicht etwa doch? Bist du verrückt? Naja, ist gut, ich weiß. Schlechter Witz. Kann man wohl sagen. Nein, heute Morgen ist kein Pferd rausgegangen. Bis auf Herrn Stocker. Wann ist der Stocker ausgeritten? Es tut mir leid, ich hoffe, Sie verstehen. Aber ich spiele das nicht. Halte ich für selbstverständlich, dass eine solche Frage stellt. Herr Stocker ritt so gegen 8:30 oder 9. Gegen 8:30. Ich weiß das nämlich nicht mehr so genau. Aber ich weiß es genau, weil ich auf meine Uhr gesehen habe. Es war 8:30. Waren sonst noch andere Reiter im Gelände? Nein. Sie sagten, es ist niemand vorbeigekommen. Nein, ich war die ganze Zeit draußen. Ich habe mit den Pferden gearbeitet. Hier ist niemand vorbeigekommen. Auch niemand vorbeigefahren? Na ja, der Burgstaller mit dem Unimog von der Molkerei. Aber der kommt ja jeden Tag vorbei. Ja, vielleicht noch ein anderes Auto? Nein. Ich habe nämlich noch ein Auto gehört, deshalb die Frage. Nein, hier am Reitstall ist niemand vorbeigekommen. Essen, Hans. Ich habe keinen Hunger.
Aber du musst doch was essen. Ich will nicht, du hörst doch. Es geht dir nicht aus dem Kopf, nicht wahr? Ich kann dir nicht erklären, wie ich mich fühle. Ich verstehe das. Aber Hans, geht dir das so nah? Du hast einen Fehler gemacht. Du hättest sie dir nicht ansehen sollen. Ja, wahrscheinlich. Komm. Du, es tut mir leid, ich krieg keinen Bissen runter. Hier können Sie im Moment nicht durch. Wo wollen Sie denn hin? Ja, ich wollte mich nur mal erkundigen. Ist das die Stelle hier? Hören Sie, Neugierige können wir hier nicht gebrauchen. Ja, ich wollte nur mal fragen, ob noch jemand von der Kripo da ist. Ja, die Herren vom Erkennungsdienst. Was wollen Sie denn von der Kripo? Oh, nee, nix. Ja, wollen Sie eine Aussage machen? Eine Aussage kann man schlecht sagen, das wäre das ganz falsche Wort. Wenn Sie was zu sagen haben, die Herren von der Mordkommission sind gerade in der Molkerei. Aha, wo geht's denn da lang? Müssen Sie zurückfahren, dann rechts. Das Schild sehen Sie dann schon. Hm. Ist noch was? Ja. Kann ich vielleicht die Blumen hier mitnehmen? Die gehören einem Freund von mir. Sie können doch die Blumen nicht mitnehmen. Was hier wohin kommt, entscheidet ganz allein die Kriminalpolizei. Ja, okay, okay. Entschuldigen Sie, aber das sind frische Pflanzen, die müssen in die Erde. Die Kiste bleibt hier. Ist der Burgstaller noch da? Ja, mal schauen. Wissen Sie, der Burgstaller, der holt die Milch von den Höfen aus der näheren Umgebung. Er hat zwei Touren, eine vormittags, eine mittags. Hoffentlich ist er noch da. Wie ist denn der Burgstaller so? Ja, etwas einfach. Aber gutwillig, das ist er bestimmt. Er redet nicht viel. Ist mit dem Mund nicht vorweg, so wie die anderen. Immer etwas schweigsam, aber zuverlässig. Hat einen guten Leumund, nicht? Sagt man noch so. Ja, jedenfalls ist mir nichts Nachteiliges bekannt. Allerdings. Mal was allerdings? Eines ist merkwürdig. Das fällt mir jetzt erst auf. Als der Waldarbeiter heute Morgen angesaust kam, um die Polizei zu verständigen, da kam der Burgstaller bald darauf angefahren. Ja, was ist daran merkwürdig? Der Zeitpunkt. Ich meine, der Burgstaller hat auf seiner Tour nach dem Wald nur noch zwei Höfe. Da muss er doch an der Mordstelle vorbeigefahren sein, gerade als es passierte. Nein, ich meine, das bin da nicht sicher. Das könnte nur sein. Ach, da kommt er ja. Ich möchte gerne mit Herrn Burgstaller allein sprechen. Ja? Wie Sie wollen. Kommen Sie bitte. Sie fahren den Weg jeden Tag, ne? Ja. Immer so um 9 Uhr. In einem Reiterhof vorbei? Ja. Dann durch den Wald, ne? Ja. Ist Ihnen da heute jemand entgegengekommen? Na, kann niemand entgegenkommen, weil da darf niemand fahren. Ich meine auch kein Auto, sondern Fußgänger oder so. Na? Sie haben also niemanden gesehen? Na? Auch nicht im Wald? Na, ich habe niemanden gesehen. Haben Sie keinen Reiter gesehen? Ah doch, den habe ich gesehen. Also haben Sie doch niemanden gesehen? Ja, den Reiter. Das sind immer mal Reiter, weil da doch der Reitstall in der Nähe ist. War weit weg, der Reiter? Nicht weit. Ja. Irgendwas, irgendwas Auffälliges an ihm? Ja, er ist gestanden und hat sie mir rübergeschaut. Sagen Sie, der Weg da oben, der ist doch ziemlich eng, nicht wahr? Ja, sehr eng. Ja. Da sollen Sie da langfahren und es kommt Ihnen jemand entgegen, oder Sie überholen jemanden, auf dem Fahrrad zum Beispiel. Da müssen Sie doch absteigen, nicht? Ja, der schon. Da stehen Sie. Sie vernehmen gerade einen von unseren Fahrern. Hat der was mit der Sache zu tun? Nein, er ist da lang gefahren, den Weg da im Wald, deswegen sprechen Sie mit ihm. Ach so. Dankeschön. Kann ich Sie mal sprechen? Sie untersuchen doch den Mord an dem Mädchen im Wald. Ja. Ja, mein Name ist Donk. Manfred Donk. Ich bin ein Freund von Hans Beck. Das ist der, der dem Waldarbeiter das Fahrrad geliehen hat. Ah ja, zu dem wollten wir nämlich gerade. Na, ist ja gut, dass ich ihn noch erwischt habe. Ah ja.
Ja, er ist in ziemlicher Aufregung, wissen Sie, und hat mich gebeten, mit Ihnen zu sprechen. Es ist eine bestimmte Geschichte, die ihm Sorgen macht. Was macht ihm denn Sorge? Ja, also die Sache ist so. Da war eine Geschichte mit Beck vor 8 Jahren. Bisschen ähnlich wie diese hier. Ja, können Sie uns das genauer erklären? Ein Mädchen hat ihn angezeigt. Beck angezeigt? Ja. Er hat sie in einem Wald vergewaltigt, sagt sie. Das ist ihre Behauptung. Beck sagt etwas ganz anderes. Er sagt, das war eine ganz normale Geschichte, die von beiden ausging. Auch von ihr, was sie bestritten hat. Ja, und da sitzt dann ein Mann plötzlich ganz ungeheuer in der Tinte, nicht? Wenn eine Frau einen Rückzieher macht. Und aus irgendwelchen Gründen macht sie ganz plötzlich einen Rückzieher und haut den Mann in die Pfanne. Sagt, dass er Gewalt angewendet hätte und dass er sie umgebracht hätte, wenn sie nicht. Und so weiter. Wann war das? Vor 8 Jahren in Nürnberg. Wir haben damals beide dort gewohnt. Kam die Sache vor Gericht? Ja, er bekam 5 Jahre. Er kam gegen die Aussagen des Mädchens einfach nicht an. Das Gericht musste ihn verurteilen, trotz erheblicher Zweifel. Ich habe damals an der Verhandlung teilgenommen. Wir sind von Kindheit an befreundet und darum hat mich das interessiert. Aber ich sage Ihnen, wovon ich überzeugt bin. Das Mädchen hat ihn reingelegt. Herr Beck wurde nach 2 Jahren wegen guter Führung auf Bewährung entlassen und ging anschließend nach München, genau wie ich. Ich bin freier Grafiker. Ja, wieso kommen Sie jetzt her und erzählen uns das? Ja, weil er mich darum gebeten hat. Er hat mich sofort zu Hause angerufen, in heller Aufregung, komm her, hilf mir. Sag's ihm, bevor sie es selber rauskriegen, denn die kriegen das selber raus. Und warum kommt er nicht selbst? Na ja, weil ich das besser erzählen kann. Er möchte, dass Sie einen Eindruck von ihm bekommen. Ja, ja. Von seiner Ehrlichkeit und darüber kann er ja schlecht selber sprechen. Ach ja, und noch eins. Er rechnet natürlich fest damit, dass Sie zu ihm kommen. Seine Frau weiß nichts von der alten Geschichte. Die hat keine Ahnung. Hat sie vor 3 Jahren geheiratet, ist sehr glücklich mit ihr. Dann hat er natürlich eine scheiß Angst, dass sie ihm wegläuft. Und darum hat er gesagt, geh hin, sag's ihm. Na gut, dann fahren Sie mal los, sagen Sie ihm, wir kommen gleich. Und noch eins, wir reden nicht über die Sache, nicht im Beisein seiner Frau, ja? Vielen Dank. Ja. Was sagst du denn dazu? Vor 8 Jahren. Mhm. Nürnberg. Bavaria 127 für Isa. Bitte kommen. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich will Ihnen nur Ihr Fahrrad zurückbringen. Dankeschön. Möchten Sie im Moment reinkommen? Ja. Sind Sie schon von der Polizei vernommen worden? Ja. Die haben mich ganz schön ausgequetscht. Ich warte jeden Moment darauf, dass Sie zu mir kommen. Aha. Kommen Sie doch. Bitte. Lore. Das ist der Mann, der die Tote gefunden hat. Grüß Gott. Hallo, Mann. Guten Tag. Das ist nicht eine schreckliche Geschichte. Ja, stellen Sie sich erst mal meinen Schrecken vor. Ich bin ja fast über die Tote gestolpert. Das ist Manfred. Ich lasse ihn rein. Mhm. Bitte schön. Danke. Hast du mit ihm gesprochen? Ja, ich habe ihm alles gesagt. Aber ob das richtig war, du, das weiß ich nicht. Was haben Sie denn gesagt? Ich meine, wie haben Sie es aufgenommen? Na ja, Sie haben sich erst mal beide angesehen. Sie waren, sagen wir mal, überrascht. Man konnte es förmlich arbeiten sehen in den Köpfchen. Das kann ich mir vorstellen. Dagegen habe ich auch gar nichts. Komm, wir gehen hier rum. Aber Lore, hast du Ihnen gesagt, dass Lore nichts davon weiß? Ja. Und wollen Sie Rücksicht nehmen? Ja, versprochen haben Sie es. Aber glaubst du, Sie halten sich dran? Wenn die erst mal was wittern, dann legen die doch los. Du, ich will das nicht beschreien, aber mir ist mulmig dabei. Sie darf nichts davon erfahren, unter keinen Umständen. Ja, gut. Soll ich mit reinkommen? Ja, der Waldarbeiter ist gerade da. Er hat das Fahrrad gebracht. So sieht es, danke. Na gut, dass du kommst. Hast du gehört, was los ist? Ja, Hans hat es mir am Telefon erzählt. Guten Tag. Hans ist ganz außer sich. Weißt du, dass er sich die Tote angesehen hat? Ah, es war sicher ein Fehler. Sie haben die Leiche gefunden? Ja, ich habe Holz vermisst und ging quer durch den Wald zum nächsten Lagerplatz. Und was haben Sie gemacht, als Sie das Mädchen gefunden haben? Ich bin natürlich sofort losgerannt, runter auf dem Weg. Da war Herr Beck. Weit weg? Na, gar nicht weit weg. Ach, du warst in unmittelbarer Nähe.
Ja, bitte verstehe. Ich frage deshalb so genau, weil es darauf ankommt, was er aussagt. Das ist wichtig für dich. Für ihn wichtig? Wieso? Das ist doch Unsinn. Genauso gut könnte man einen Lohmann verdächtigen. Was? Entschuldigen Sie bitte. Das ist ja allerhand. Es wird ja immer schöner. Ich gehe jetzt. Moment, ich bringe Sie zur Tür. Was stellst du denn dem Mann für Fragen? Das hört sich ja so an, als verdächtigst du ihn. Ja, natürlich tue ich das. Manfred. Na, du bist vielleicht gut. Was glaubst du, was die Polizei tut? Die stellen genau dieselben Fragen. Weil er ein Tatverdächtiger ist. Und das ist nun mal jeder, der einen Toten findet. Das ist Polizeipraxis. Na, was glaubst du, was du bist? Du bist genauso ein Tatverdächtiger. Hans? Ja, aus einem ganz einfachen Grunde. Weil er in der Nähe war. Wo kommt er her mit seinem Fahrrad? Wie lange ist er unterwegs gewesen? Ist er vielleicht dem Mädchen begegnet? Hat er mit dem Mädchen gesprochen? Und du tickst wohl nicht richtig, oder? Ich glaube schon, dass sie so denken. Wir müssen so denken. Ich glaube, dass Manfred recht hat. Du glaubst, dass er recht hat? Ja, dass sie sich ihre Leute ansehen, das meine ich. Und das ist doch kein Grund, ihre Fragen zu fürchten, weil du nichts damit zu tun hast. Warum bist du so nervös? Ja, das musst du ablegen. Schau, es ist eine traurige, eine entsetzliche Geschichte, in die du da reingeraten bist, aber die du nicht ändern kannst. Nein. Bitte, kannst du für mich hingehen? Ich gehe schon. Nun beruhige dich doch. Guten Tag, Herr Beck. Ja, das bin ich. Kriminalpolizei, wir untersuchen den Mädchenmord. Ja? Wir möchten gerne mit Ihnen sprechen. Ja? Ist Ihnen nicht gut? Doch, doch. Das hat mein Mann sehr mitgenommen. Das Mädchen tut ihm so leid. Es war ein Fehler, dass er sie sich angesehen hat. Ach, Sie haben sie sich angesehen? Ja, ja. Ich weiß selbst nicht, warum. Du sagtest, du hast den Mörder noch in der Nähe vermutet, deswegen. Ja, ja, das stimmt. Macht's Ihnen was aus, mit uns aufs Präsidium zu kommen? Es spricht sich da leichter. Ja, gerne, bitte. Nein, ich wollte Sie ganz gerne allein sprechen. Ja, soll ich mitkommen? Ach, wo, wenn Sie mir Ihre Adresse geben, ich melde mich dann. Danke. Wiedersehen. Wie ein armer Sünder sieht er aus. In einem Polizeiwagen. Ja, schön ist das nicht. Sie sind also von der Gärtnerei aus gleich nach Hause gegangen? Ja. Ich hatte es sogar ziemlich eilig. Wir sollten Besuch bekommen. Herr Domp wollte kommen. Ich habe mich ziemlich geärgert, weil ich nicht vorwärts kam. Ich musste das Rad schieben wegen dem Pflanzenkorb. Der hat ein ziemliches Gewicht. Ich musste direkt balancieren. Ist Ihnen niemand begegnet? Nein, mir ist niemand begegnet. Das ist das, wo ich selbst schon die ganze Zeit drüber nachdenke. Ob mir nicht irgendwas aufgefallen ist, aber ich habe nichts gesehen. Der Milchwagen hat mich überholt. Ja. Aber sonst habe ich nichts gesehen. Nur ein Auto gehört. Auto? Was für ein Auto? Ich habe es nur gehört. LKW, PKW? Nein, ich glaube, es war kein Lastwagen. Haben Sie einen Reiter gesehen? Nein. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich sonst nichts gesehen habe. Ich weiß, da sind manchmal Reiter. Aber ich habe niemand gesehen. Auch das Mädchen ist Ihnen nicht begegnet. Nein. Ja, sie müsste Ihnen eigentlich entgegengekommen sein. Nein, mir ist niemand entgegengekommen. Sie glauben mir nicht. Sie kennen meine Geschichte. Sie wissen, dass ich wegen einer Sache, die
klein bisschen ähnlich war. Dass ich deshalb bestraft worden bin. Ich habe im Gefängnis gesessen, 2 Jahre. Sie haben Ihren Freund zu uns geschickt? Ja, er ist ein sehr guter Freund von mir. Er hat damals an der Verhandlung teilgenommen, er weiß genau Bescheid. Ich habe ihm gesagt, geh hin und sag's ihnen, bevor sie selbst draufkommen. Ja, er hat's uns erzählt. Und weil Sie das jetzt wissen, glauben Sie mir nicht mehr. Bitte kommen Sie einmal her. Wir haben hier eine Karte von dem Gebiet. Das ist ein ziemlich großer Maßstab. Also hier, das ist der Wald, hier ist die Gärtnerei. Und zeigen Sie uns mal den Weg, den Sie genommen haben. Ja, gerne. Entschuldigen Sie, ich bin zu aufgeregt. Ich weiß ja, was auf dem Spiel steht. Herr Beck, nur weil Sie vorbestraft sind, will ich mich nicht an Ihnen festbeißen. Also, zeigen Sie mir den Weg. Hier bin ich gegangen. Das ist der Weg. Hier, das ist der Altmühlhof. Da wohnen 2 ältere Leute, die können Sie auch mal fahren. Ja, das würden wir tun. Also, diesen Weg haben Sie genommen. Das Kreuz? Das ist die Mordstelle. Sie glauben, dass ich es war? Ich glaube grundsätzlich nichts. Ich will nur Informationen. Ja, das sagen Sie so, aber insgeheim, da denken Sie, dass ich es war. Aber ich war's nicht, ich schwör's Ihnen. Ich habe das Mädchen nicht getroffen. Na gut, dann reden wir mal über die Geschichte von damals. Wir haben mit den Kollegen in Nürnberg gesprochen, wir haben die Akten rausgesucht und mich kurz informiert. Die Frau hieß Gudrun Stein. Ja. Sie sind ihr damals in einem Waldstück begegnet. Ja. Sie nahm ein Sonnenbad. Ja, es war sehr heiß, sie hatte wenig an. Hm. Also die Frau sagt aus, sie hätten sie angesprochen, dann seien sie zudringlich geworden und schließlich hätten sie Gewalt angewandt. Sagt sie. Ja, das ist das, was sie gesagt hat. Sie mal. Sie hätten ihr die Hände um den Hals gelegt. Das stimmt doch alles gar nicht. Sie gewürgt, sodass sie um ihr Leben gefürchtet habe. Um ihr Leben gefürchtet? Ja, so steht's da. Ich bringe noch niemanden um. Sie hatte eindeutige Würgemale. Das ist das, was ich nie verstanden habe. Herr Beck, Sie sagen, Sie sind der Engländerin nicht begegnet. Nein. Nochmal ganz deutlich, Sie sind ihr nicht begegnet. Nein, ich bin ihr nicht begegnet. Sie haben sie nur als Leiche gesehen. Das ist sie. Ja, das ist sie. Wir haben die Familie benachrichtigt, bei der sie gewohnt hat. Und die Leute sagen, dass das Mädchen sehr lebhaft war. Immer begierig, Deutsch zu sprechen, dass sie Gespräche gesucht hat mit allen möglichen Leuten, selbst mit Fremden. Nun, sie wird auch ihrem Mörder in dieser Weise begegnet sein. Nett, freundlich, lebhaft. Und der Mörder hat das vielleicht missverstanden. Das kann sein. Aber sie hat nicht mit mir gesprochen. Mit mir nicht. Bitte, kommen Sie rein. Danke. Ja, das ist halb Atelier, halb Wohnung. Mhm. Hübsch haben Sie es hier. Ich arbeite hauptsächlich für die Werbung. Und erfolgreich, wie man sieht. Ja, man muss unheimlich dranbleiben. Die Konkurrenz schläft nicht. Ja. Bitte, nehmen Sie auch Platz. Danke. Kann ich Ihnen was anbieten? Nee, das ist nicht nötig, danke. Tja. Was ist denn nun mit Beck? Sitzt in der Tinte, was? Oh, das würde ich nicht sagen. Aber schließlich ist er in einer ähnlichen Sache vorbestraft. Sie sind befreundet. Wir sind Nachbarskinder gewesen. Ich kenne ihn, solange ich denken kann. Die Geschichte damals hat mich natürlich ungeheuer aufgeregt. Und mir war völlig klar, Beck war unschuldig. Ihr persönlicher Eindruck? Ja, was er sagte, war glaubhaft. Ja, wissen Sie, die Sache vor 8 Jahren, ne, passierte auch in einem Wald. Na ja, der Fall hat Parallelen. Sie haben sich die Akten schon kommen lassen. Ja. Und dann wissen Sie ja, in welche Geschichte er damals reingeraten ist und dass das Mädchen ihn aufs Kreuz gelegt hat. Erst tun die so, als können sie es gar nicht erwarten, und dann plötzlich schreien sie, so sei es ja nicht gemeint gewesen. Sie hätten mal hören sollen, was der Verteidiger gesagt hat. Soll ich mal was sagen?
Das kann hier ganz genauso gewesen sein. Wie meinen Sie? Er war der Engländerin. Will Deutsch sprechen, kann aber nicht. Drückt sich vielleicht ganz falsch aus. Was er missversteht. Was wer missversteht? Ja, der Mörder. Er gerät in Panik. Er weiß, er kann die Sache nur auf eine Weise ungeschehen machen. Also ich meine, damit niemand etwas erfährt. Denn das will er nicht. Das will er ganz und gar nicht. Na? So kann sowas passieren. Beck ist verheiratet. Ich habe nicht von Beck gesprochen. Wie versteht er sich denn mit seiner Frau? Sehr gut. Sie führen eine ausgesprochen harmonische Ehe. In jeder Beziehung. Ich meine, es ist nicht nötig, sich das auf diese Weise... Also Sie meinen, die Tat ist Ihnen nicht zuzutrauen? Nein. Aber werden Sie auf mich hören? Ihre Meinung ist sehr wichtig für uns. Er kommt nicht in Frage. Sie sind sich da sehr sicher? Wie kann man sich in so einer Sache schon ganz sicher sein? Waren Sie dabei? War ich dabei? So, da bin ich wieder. Guten Tag. Wir sind noch zwei Beamte mitgekommen. Sie benötigen noch etwas von mir. Sie benötigen noch was? Ja, ich soll mich ausziehen. Sie brauchen meine Kleidungsstücke für eine Untersuchung. Wozu denn das? Was weiß ich. Es ist nur eine Formsache. Du hörst. Wegen einer Formsache soll ich mich bis aufs Hemd ausziehen. Oder nehmen Sie das Hemd auch mit? Ja, natürlich. Die Schuhe auch? Ja, ja, die Schuhe auch. Es tut mir leid, aber ich sagte Ihnen ja schon, es ist... Ja, ich weiß, eine Formsache. Sie bekommen alles so bald wie möglich zurück. Bitte die Unterhose. Der Laden ist zu? Nur für einen Moment, die Polizei ist da. Sie sollen schon wieder zurück? Ja, er musste alles ausziehen. Sie wollen seine Sachen zur Untersuchung mitnehmen. So, das wär's, Herr Beck. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie hören mich. Ich sage es euch, Sie haben mich. Die hängen mir das an. Sie gehen auf mich los. Schnurgerade auf mich. Das ist doch unmöglich. Unmöglich? Ja, ich sag unmöglich. Mit welchem Recht denn? Gib mir was zu trinken. Was möchtest du? Schnaps. Ich habe nur eine Chance. Die reiten auf so einem Wagen rum. Was für ein Wagen? PKW, den ich auch gehört habe. Wo hast du den gehört? Im Wald. Und ich bin nicht der Einzige. Danke. Ich hatte den Eindruck, dass denen das sehr wichtig ist. Also, wenn es den Wagen gibt, dann ist er nicht von da gekommen. Dann hätte er am Reitstall vorbei müssen. Und da wurde kein Wagen gesehen. Außer den Unimog vom Burgstaller. Tja. Wenn es diesen Wagen gibt... Ja, dann ist er von unten gekommen. Aber dann hätte er auch oben am Reitstall vorbei müssen. Ja, er ist nur bis hierher gefahren. Ne? Und hier hat er das Mädchen getroffen. Ja, die saß hier, hat das Rad repariert. Da hielt er an, kam mit ihr ins Gespräch. Ja, von da oben kam der Burgstaller. Und der hat keinen Wagen gesehen. Das konnte ja auch kommen. Wenn der Wagen wirklich da abgestellt wurde, also der Burgstaller kam von da oben runter, da sitzt doch links, nicht? Also hier, Fahrersitz ist links. Der fragliche Wagen steht da drin. Hier, von den Bäumen verdeckt. Ja, den hätte ich da auch nicht gesehen. Und wenn Sie den Wagen nicht finden?
Man kann doch nicht einfach sagen, du bist es. Mit welchem Recht denn? Warum ist es nicht der Waldarbeiter? Warum der nicht? Das ist ganz einfach. Manfred! Sag es nicht. Ach, sag es nicht, sag es nicht. Glaubst du, das kannst du noch länger geheim halten? Was? Wovon redet ihr denn? Tut mir leid, aber der Fall entwickelt sich. Da kannst du dich nicht dagegen stimmen. Wogegen stimmen? Manfred. Ja, da war schon mal so eine Geschichte mit ihm. Wir wollten es dir nicht sagen, aber man muss es dir einfach sagen. Er hat 2 Jahre im Gefängnis gesessen. Wer? Ja, wer, wer? Von wem sprechen wir denn? Hans? Ja. Wegen Vergewaltigung und wegen Mordversuch. Nein. Nein. Was heißt denn nein, nein? Ja. Wegen Vergewaltigung und wegen Mordversuch. Hans, sieh mich an. Warum siehst du mich nicht an? Hatte recht. Ist das wahr? Naja, vor 8 Jahren war das. Da hat er 2 Jahre gesessen. Deswegen hat er mich vorhin angerufen und mich dann zur Polizei geschickt. Ich soll's Ihnen sagen, die Geschichte von damals mit der Vorstrafe. Na, weil sie es sowieso rausgekriegt hätten. Und weil er sich was davon versprochen hat, wenn er selber die Rede darauf bringt. Ja, von wegen, von selber. Das wollte er auch wieder nicht. Mich hat er hingeschickt, weil er sich nicht traute. Tja, und jetzt frage ich mich, warum hat er sich nicht getraut? Tut mir leid, Hans. Was war das damals? Sag es mir. Sag's mir selber. Das ist er, der Altmühlhof. Hier müsste der Wagen vorbeigekommen sein. Ganz schön einsam hier. Eine Klinge gibt's wohl hier nicht, ne? Hier in dieser Gegend weniger. Hallo? Ja? Grüß Gott. Ist gut. Wir sind von der Kriminalpolizei. Ja, komm mal so rein. Dankeschön. Bitteschön. Ich hab mir schon gedacht, wegen dem armen Mädel im Wald. Ja, ja. Wie alt warst du denn? 18. 18? Den ganzen Tag reden wir schon drüber, meine Frau und ich. Wie heißen Sie denn? Ruppold. Es geht um Folgendes, Herr Ruppold. Haben Sie heute Vormittag zwischen 8:30 und 9:00, ich meine, ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen? Ja, meine Frau und ich haben schon drüber nachgedacht. Man möchte gerne helfen, um so ein Verbrechen aufzuklären. Aber ich war im Stall. Und meine Frau war hinterm Haus und hat einen Händelstall ausgeräumt. Ich habe eigentlich eine ganz konkrete Frage. Haben Sie ein Auto gehört auf dem Weg draußen? Also, ich habe nichts gehört. Aber ich. Da geht meine Frau fragen. Sie ist bloß schnell zur Post und zum Kaufmann gefahren. Wird sie lange wegbleiben? Ja, sicher nicht. Sie ist ja schon ganze Zeit weg. Dürfen wir hier warten? Ja, sitzen Sie noch hin. Dankeschön. Ein Stempel Schnaps werden Sie mir wohl nicht abschlagen. Selber brennt. Ich glaub dir, Hans. Ich glaub dir. Lass uns allein. Wie ihr wollt. Von mir aus. Aber ich habe jetzt meinen Standpunkt. Thank you.
Berger, stellen Sie durch. Hallo, hier Berger. Wer ist am Apparat? Ach ja, ich weiß, Sie sind der Freund von Herrn Beck. Ja. Ja, ich bin ja schon vernommen worden. Ja, ich wollte meine Aussage erweitern. Er hat mir gegenüber fast so etwas wie ein Geständnis abgelegt. Ja, so gut wie. Ja, ich fahre jetzt nach Hause. Und würde dort warten. Ja, gut. Sie haben also zwei Autos gehört, Frau Ruppold, ne? Ja, das Milchauto, das jeden Tag vorbeikommt, und dann noch ein Auto. War das auch ein Lastwagen? Ja, wissen Sie, das kann ich Ihnen nicht so genau sagen. Jedenfalls so ein Krach wie das Milchauto hat es nicht gemacht. Hm. Gesehen haben Sie keins von beiden? Nein, keins von beiden. Ich war hinterm Haus. Später dann bin ich ins Haus reingegangen und da ist dann ein Personenauto vorbeigefahren. Ja, und den haben Sie gesehen? Ja, den habe ich gesehen. In welche Richtung vorher? Ja, in die Stadt, nein. Ja. Ein Mann ist drin gesessen. Könnten Sie den Mann beschreiben? Nein, das kann ich nicht. Das war nur ein Huscher. Ja, vielleicht können Sie den Wagen beschreiben. War es ein kleines Auto, ein größeres? War geschlossen oder offen? Nein, offen war es nicht. Und klein war es auch nicht. Wissen Sie vielleicht, was für eine Farbe es hatte? Ja, das weiß ich. Das war rot. Ja, es reicht an sich schon. Ich danke Ihnen schön, Frau Ruppold. Bitte. Ich glaube, Sie haben uns ein bisschen weitergeholfen. Vielen Dank. Ja. Wiederschauen. 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 Ein mittelgroßer Wagen, rot. Wo haben wir ein solches Auto gesehen? Ja, vor der Molkerei stand einer. Und vor Becks Laden. Ja, der Freund von Beck. Der ist in einem roten Auto weggefahren. Was muss ja nichts heißen? Nee, natürlich nicht. Aber als ich Beck vernommen habe, da sagte er... Warte mal. Bavaria 127 für Isa. Bitte kommen. Ja, Berger? Ah, gut, dass Sie anrufen. Ich habe eine interessante Neuigkeit. Wer? Donk? Was hat er gesagt? Er hat sich nicht ganz klar ausgedrückt. Er sagte nur, er wäre den ganzen Tag zu Hause erreichbar. Beck habe ihm gegenüber ein Geständnis abgelegt? Na, was heißt so gut wie? Hat er oder hat er nicht? Ja, ist gut. Jetzt such mal das Protokoll raus, die Vernehmung mit Beck. Da muss es eine Stelle geben, gleich am Anfang. Da erklärt Beck, dass es auf dem Wege von der Gärtnerei nach Hause ziemlich eilig gehabt habe. Ja, die Akte habe ich hier. Moment. Na, hier habe ich. Ich hatte es sogar ziemlich eilig. Wir sollten Besuch bekommen. Herr Donk wollte kommen. Ich habe mich ziemlich geärgert, weil ich musste das Rad ja schieben, wegen des Pflanzenkorbes. Er hatte ein ziemliches Gewicht und... Ja, das reicht schon. Danke, ich melde mich wieder. Warum belastet er seinen Freund? Beck sagte, ich hatte es eilig, Donk wollte uns besuchen. Vielleicht wusste Donk, dass Beck in der Gärtnerei war, dass er Pflanzen holen wollte, die schwer waren. Und vielleicht ist er ihm aus dem Grund entgegengefahren. Menschenskinder, ich habe Mist gemacht. Wieso? Donk konnte doch gar nicht wissen, dass das Mädchen Engländerin war. Hat er das gesagt? Ja, bei dem Gespräch, als ich bei ihm war. Na, servus. Ja, Manfred hat angerufen, dass er käme. Ich sagte, lass dir nur Zeit. Hans holt gerade Pflanzen aus der Gärtnerei. Hat er gesagt, dass er ihrem Mann entgegenfährt? Er fragte, ob er ihm entgegenfahren soll. Ich sagte, das ist nicht nötig, das macht er schon. Kennt Donk die Gärtnerei? Ich meine, weiß er, wo sie liegt? Ja, ja. Wir waren schon mal zusammen da. Sein Wagen hat hinten wesentlich mehr Platz als meiner. Wir haben kleine Fichten transportiert. Sind Sie damals auch durch den Wald gefahren? Ja. Das ist zwar nicht erlaubt, aber es ist eine Abkürzung. Warum stellen Sie die ganzen Fragen? Glauben Sie das? Aber er kann es gar nicht gewesen sein. Ich habe ihn doch angerufen, da war er immer noch zu Hause. Ne, vielleicht war er schon wieder zu Hause.
Darf ich mal telefonieren? Kommen Sie rein, ich habe Sie schon erwartet. Bitte gehen Sie ganz durch. Danke. Wissen Sie, ich konnte es mit meinem Gewissen nicht länger vereinbaren. Deshalb habe ich Sie angerufen. Er ist zwar mein Freund, aber andererseits... Schauen Sie doch bitte mal darunter her. Was waren denn die da bei meinem Auto? Wir werden die Reifen Ihres Wagens untersuchen auf Spuren von Walderde. Außerdem werden wir Abdrücke nehmen und sie mit denen vergleichen, die wir im Wald gemacht haben. Sie werden ja sicher nichts dagegen haben. Hier ist die Erlaubnis des Richters, Ihre Wohnung durchsuchen zu dürfen. Wo ist Ihr Schlafzimmer? Oben. Sieh mal nach. Würden Sie bitte Ihre Taschen entleeren? Hier auf den Tisch, bitte. Ist das alles? Was ist das denn hier? Sofortreinigung. Datum? Heutiges. Hose, Hemd. Wollen die Sachen mal sicherstellen? Sie haben heute Morgen gegen 8 Uhr Frau Beck angerufen und sie gefragt, ob sie ihrem Mann entgegenfahren sollten. Frau Beck sagte nein, das sei nicht nötig. Aber sie haben sich's dann überlegt, ne? Sind doch gefahren. Den Weg kannten sie ja. Und auf dem Weg sahen sie dann plötzlich das Mädchen. Es war gerade dabei, sein Rad zu reparieren. Entschuldigen Sie bitte vielmals, aber ich... mein Rad ist broken, kaputt. Kaputt? Na, dann zeigen Sie mal. Platten haben Sie. Platten? Woher kommen Sie denn? From England, Liverpool. Was machen Sie hier in Deutschland? Lernen Sie hier Radfahren? No, ich lerne Deutsch. Na gut, ich helfe Ihnen. Haben Sie ein Flugzeug mit? Pardon? Da liegt's ja. Oh dear, that you mean? Ich habe alles bei mir, aber ich, ich bin ein Trottel. Hören Sie nicht zu? Doch, ich höre zu. Aber was Sie da sagen, das müssen Sie erst mal... Sagen Sie es ruhig. Beweisen. Wenn die Reifenabdrücke, die wir im Wald gefunden haben, mit den Reifen Ihres Wagens übereinstimmen, dann sind Sie überführt. Ein Reifenabdruck ist fast so gut wie ein Fingerabdruck. Ach, ich glaube, ich werde mal meinen Wagen wegfahren. Falls hier jemand vorbei will. Wenn Ihr Wagen im Wald war, dann auch Sie. Was ist passiert? Erzählen Sie. Ich war nicht im Wald. Ich habe das Mädchen nicht gesehen. Ich kann nicht viel Englisch, aber die Hauptsache kann ich. I love you. Ich liebe dich. Wirklich? Wirklich. Oh no. Also das ist da verboten. Ich ergreife die Flucht. Ja, doch! I lost my shoe! Ja. Oh. Jetzt hab ich dich!
Sie wissen noch nicht, dass Sie gesehen worden sind. Sie sind am Altmühlhof vorbeigefahren. Morgen machen wir eine Gegenüberstellung. Warum haben Sie das Mädchen getötet? Raus! Hey! Du! Was ist denn? Du! Spielen Sie mit und dann ich wollte doch nicht auch 2 Jahre ins Gefängnis haben.